Leute rein. So ein Beechcraft, sagt Helmut gerade. Ja, genau, sowas in die Richtung. Schauen wir mal. Ich meine, ist einfach wahrscheinlich auch komfortabler als unsere Doppeldecker zu fliegen, aber gut, man kann nicht alles haben. Na, man muss nehmen, was man kriegt. Gerade im Osten. Das ist halt so. So. Ich nehme mal an, hier haben wir ein leichtes Problem. Ne, tatsächlich, die Heizungen laufen schon. Heizen die so weit rüber? Ne, der Wärmetauscher ist es nicht. Da muss noch irgendwo einer sein, der aktiv ist. Hier er vielleicht. Ja, tatsächlich. Aber er hier nicht. Da ist auch saukalt da drin. Wie schaut es bei unserer Versorgung hier aus? Das geht. Wir können viele Leute behandeln. Technische Kapazitäten sind da. Wir melden natürlich jetzt auch ein Heizproblem, wenn wir gleich. Wie gesagt, das sollte nicht alles nicht lange dauern. Ich hoffe, unsere Fahrzeuge kriegen das hin. Ich hole natürlich auch die Parzenberger rein. Die sind ja eh schon drin. Wir können auch die Blauberger noch holen, damit die hier auch mithelfen. Damit hier wirklich mal alles zusammen, dass hier wirklich maximale Leistung reingeht. Die Bauzupoler helfen mit. Lippograd ist eh schon drin. Ja, dann passt das. Ne? Jetzt sind alle, unsere gesamten Baubüros versuchen jetzt gerade Lippograd zu unterstützen im Aufbau. Aufbau Lippograd ist das jetzt. Das wird gut. So. Ja, genau, Helmut. Da ist mal ein bisschen frischer in dem Hallenbad, ne? Minus 15 Grad. Ja, da kannst du jetzt vielleicht Schlittschuh laufen. Das ist doch großartig. Ich weiß auch nicht. Wo ist denn die Zufriedenheit? Da ist die Zufriedenheit niedrig. Warum? Hä? Was ist mit euch los? Das ist ein bisschen unglücklich gewählt. Die Versorgungslage bricht hier zusammen. Müssen wir warten, bis mehr Leute hier arbeiten, damit die den Überdruck loswerden. Weil sonst machen die gar nichts mehr. Schauen wir mal, 520, 400. Die scheinen dem Ganzen jetzt so ein bisschen Herr zu werden. Ja, gucken wir mal, ob die Kunden vor dem Laden ausbleiben. Die Elektronik macht nichts. Die haben wir zurückgedreht, weil wir selber noch keine produzieren und die sau teuer war. Und das hat die aber auch nicht so schlimm interessiert, dass sie keine bekommen haben. Jetzt kommen die zurecht. Aber es füllt sich schon wieder rapide. Jetzt stehen schon wieder welche draußen. Können sie es aber halbwegs lösen? Ah, ja, naja. Kriegen sie hin? Die kriegen das hin. Das war jetzt halt eine Versorgungslücke, die da entstanden ist gerade. Die Frage ist, wenn kommen da, die müssten jetzt intervallmäßig immer wieder ein bisschen zu viele werden, aber das sollte sich einpendeln. Das hält ja auch nicht lange an. Und es übertreibt auch nicht, ne? Also 100 Mann vor dem Laden an Spitzenzeiten, das geht schon. Aber in der Regel, also es ist ja auch zwischendurch mal wieder was frei. Also es ist jetzt nicht permanent durchgehend überlastet. Und wenn die Leute dann immer wieder was holen, dann haben die das in ihrem Tagesrhythmus ja dann auch endlich geholt und gehen dann auch der anderen Arbeit, die sie ja eigentlich haben, nach. Und dann wird das auch weniger, das sieht man jetzt. Jetzt sind es nur noch 30 gewesen.
Na, Anusch, ich weiß, was du meinst. Ja, die sind schon sehr, sehr groß, ne, mit 840 Einwohnern. Wir haben es aber bisher gut hinbekommen. Und die waren ja immer voll. Das Ding ist halt einfach, das dauert eine ganze Weile, bis da kommt immer so eine kleine Peak-Geschichte. Weil die Leute ja quasi, wenn du, wenn der Workers-Bewohner nichts zu essen bekommt, dann geht er nach Hause und macht gar nichts mehr. Ja? Er geht auch nicht seine anderen Bedürfnisse nach. Wenn er ein Bedürfnis in der Kette nicht erfüllen kann, dann geht er nicht mehr weiter, sondern er geht wieder heim. Und kommt dann wieder, um Essen zu besorgen. Und erst dann macht er Stufe 2, Stufe 3 und Stufe 4 weiter. Ja, in seiner Freizeitgestaltung. Das bedeutet, die haben jetzt alle quasi nichts zu tun gehabt und haben ihre anderen Tätigkeiten nicht gemacht. Und das sorgt dann dafür, dass sie immer wieder zum Essen laufen und das dann noch mehr überfrachten eigentlich. Kinos und Kneipen. Wir haben hier so ein Café, da ist immer nicht so ganz so viel los. Ich weiß gar nicht, wie es bei der Kneipe hier vorne ist. Ist die schon fertig? Nee, noch nicht, leider. Würde ich mal ganz gerne sehen. Haben wir hier noch irgendwo eine kleinere Kneipe drin? Oder haben wir das nur hier mit den Touri-Dingern gemacht? Ich glaube, wir haben das hier nur mit den Touri-Dingern gemacht gehabt. Oder mit den Cafés halt, ja. Ja, wir haben das nur mit den Cafés gemacht. Das ist völlig entspannt. Das müssen wir jetzt mal warten, wie das aussieht, ne? Das ist natürlich jetzt gerade eskaliert es halt einfach im Dreieck, weil halt die jetzt eine Zeit lang, da müssen wir jetzt ein bisschen warten. Das nimmt jetzt auch gleich wieder ab, dass die an nichts anderem teilnehmen konnten und so weiter. Das machen sie ja auch nicht, obwohl theoretisch, sie könnten ja auch, wenn sie nichts zu essen bekommen, ja trotzdem in ihre Sportart nachgehen. Das machen sie aber auch nicht. Und die bleiben dann halt quasi so lange zu Hause, bis es halt wieder was zu essen gibt. Und das haben wir jetzt zur Verfügung gestellt. Es kommen auch jetzt wirklich die Läden haben leichte Peaks, aber das kommt, das ist okay, wenn die mal hochpieken, das ist okay. Das ist für mich völlig fein, aber schau mal, wie die Essen verbrauchen. Huiuiui. Ja. Jetzt warten wir mal einfach ab. Wie gesagt, hier wird ja auch krass viel noch hochgebaut. Ne? Also hier sind super viele Sachen, die noch nicht fertig sind. Ja. Das ist ja prinzipiell die Bedürfnispyramide nach Maslow. Maslow heißt das, glaube ich, ne? Ja. Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Das Ding ist halt, die Frage ist halt immer, wie wird das spielerisch umgesetzt, dass die Leute ihre Bedürfnisse erfüllen. Und normalerweise wäre es ja technisch möglich, dass sie eine Sportart machen können, aber halt nichts zu essen bekommen. Oder, aber wenn sie nichts zu essen bekommen, machen sie gar nichts mehr. Also dann ist es komplett vorbei. Wenn die Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden, dann machen die quasi auch, gehen die auch nicht in die Kirche zum Stoßgebet. Ja, das machen die ja auch nicht mehr, weil es ihnen wurscht ist, weil sie sagen, ihr kriegt nichts zu beißen, dann mache ich auch kein Beten, ja, oder so. Also das ist für die halt so eine völlig logische Annahme. Und das reicht ja auch. Und wir haben ja hier zwischendrin auch immer wieder Luft. Also wahrscheinlich würden die sich besser verteilen, hätten wir dieses Problem gar nicht, weil dann wäre es zwar immer noch voll, aber ist okay. Ja, jetzt kommen die Probleme nacheinander wieder. Schaut's hier aus? Läuft gut, passt. Stau, wo? Ja gut, das nehme ich jetzt nicht für ernst, ne? Also das ist okay. Bei den Gebäuden bin ich allerdings sehr gespannt, wie das aussieht. Ob wir das hinbekommen. Es kann sein, dass wir hier nochmal in zweiter Reihe jeweils nochmal Einkaufszentren bauen müssen, weil die einen nicht mehr damit zurechtkommen. Das kann passieren. Das werden wir mal sehen. Wir werden am Anfang nur erstmal die ersten zwei anstarten und gucken, was passiert. Beziehungsweise erstmal eins anstarten und dann gucken, was passiert. Wir haben so viele Kinder wohnen ja gar nicht bei Mutti. Wie schaut's denn eigentlich von der Gesamtstatistik her aus mit Arbeitskräften? Die steigen bei 40.000 leicht an, also 42.000, fast 43.000. Dann haben wir Babys. Da war die Babyboomer-Jahre sind quasi schon rum, ne? Also das war schon mal gepiekter, als es jetzt ist. Es steigt aber trotzdem wieder. Weiter immer noch, immerhin. Kinder steigt auch an.
Und damit steigen auch irgendwann, spätestens dann, steigen auch die Erwachsenen, die bei den Eltern leben, an. Wir haben 13.000 Kinder, die wir haben. Wow. 13.600 Kinder. Diese noch alle durchs Schulsystem durch müssen. Apo und Luxania, einen wunderschönen guten Abend euch. Hallöchen. Das wird nochmal spannend werden, wenn die alle in die Schule, also wenn die alle aus der Schule rauskommen, dann werden die jetzt erstmal so ein Problem dann noch werden. Aber wir werden sehen. So, hier wird, hier sind schon einige Sachen fertig. Nicht alle, aber einige Sachen. Ich weise jetzt nochmal kurz neue Baufahrzeuge hier zu, damit die auch wirklich alles bauen. Und zwar wirklich auch konsequenterweise. Schaut aber generell ganz gut aus. Im Übrigen müssen wir hier... können wir das ausschalten, dass die sofort anfangen zu arbeiten? Nein, ne, das Waisenhaus läuft dann einfach. Naja gut, vielleicht dauert es so lange, das fertig zu bauen, bis der Winter durch ist. Wie schaut es bei dem hier aus? Da ist auch völlig Tiefenentspannung jetzt, okay. Ja gut, das wird ja jetzt gebaut, das muss auch gebaut werden, Stück um Stück. Was ist bei ihm hier? Schon wieder ein Tanken da? Ach so, das ist ja eher, ne? Haben wir eigentlich hier oben die Tanke fertig? Boah, hier ist aber auch noch ganz krass viel zu tun, ne? Die Tanke ist fertig. Jo, da haben wir jetzt das kleine, aber feine Problemchen, dass der tankende Zug da nicht hinkommt. Der zu betankende Zug hat hier einen leichten, sagen wir ein leichtes Defizit. Ja, schauen wir mal. Also, wir wollen, er kommt von der Seite und müsste dann hier raus und hier einfach eine Schleife fahren. Also hier quasi raus. Und dann hier sozusagen eine Schleife rauf. Kann ich das auch so machen, dass es vielleicht besser wird? Andere Seite? Warte mal, kann ich das mit R drehen? Nein, ne? Aber so geht das. Das baue ich jetzt mal mit der Hand fertig. So. Dann müsste der jetzt eigentlich sein Zielgebiet finden, oder? Schauen wir mal. Ah, nee, hier fehlt noch ganz viel. Oh, hier fehlt noch richtig viel. Okay, ja gut, dann müssen die Baufahrzeuge nochmal durch. Ist das ein Auftrag? Ganz kurz mal schauen. Ja, es ist drin. Okay. Haben die auch genug Arbeiter? Ja, da sind auch immer ganz gut Leute drin. Platten haben die keine mehr. Okay. Ich denke, das ist tatsächlich ein großes Problem, oder was? Nee. Okay, das ist gar kein Problem. Überhaupt kein Stress bei denen. Brauchen die den Platten? Wahrscheinlich, sonst wird es nicht angezeigt werden, ne? Welches Office ist denn dafür? Haben die noch Platz? Ja, die haben noch Platz. Ja, genau. Haben die auch genug oder die richtigen Fahrzeuge dafür? Nee, der kann das nicht.
Der kann das auch nicht. Und die da? Das ist die Spritzuleitung, okay. Müssen wir eigentlich bei dem hier einen wegnehmen. Machen wir doch mal. Und geben da einen drauf, der platten kann. Kann auch gerne so einer sein. Und er macht das. Er ist drin. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich noch kurz gucken, dass er die, dass er auch nicht nur die Platten nimmt, sondern dass er das auch im Verteiler drin hat. Ja, hier werden Platten geladen. Okay. Gut. Ja, wird schon klappen. Ich bin da zuversichtlich, dass er Platten bekommt. Ziegel ist ja auch ein bisschen wenig. Der Rest schaut gut aus. Ja. Jo, Linus May, willkommen zurück. Hi. Warum kriegt der das eigentlich nicht mehr? Ich meine, da reicht der einer tatsächlich aus, ne? Der Lagerraum mit 67 Tonnen, das ist okay. Warte mal kurz, ich muss mal ganz kurz schauen. Wo ist denn der eine? Er hat auf jeden Fall 45 Tonnen Platten an Bord. Ja, und kommt jetzt dann auch gleich hier vorne an. Der muss nur noch durch Parzenberg Stadt durch. Und dann kommt der hier an. Und dann gucken wir mal, ob da ein paar Fahrzeuge unterwegs sind. Sind die alle... Sind alle daheim? Ich nehme an, das liegt echt daran, ne? Gab es das eine Änderung? Ich weiß es nicht. Könnte schon sein, dass es da mal eine Änderung gegeben hat, ne? Aber warum hätten wir das Plattenfahrzeug löschen sollen? Warum... Was hätten wir davon gehabt? Kann ich mir nicht erklären. Da kommt er. Und dann werden wir gleich sehen, ob da hier unser Bauzug rausfährt. Oder wir haben bisher einfach wegen der noch keine Platten gebraucht. Das hätte auch sein können. Da fahren sie auf jeden Fall. Oder er fährt auf jeden Fall. Sehr, sehr wichtig. Und er lädt weiter ab. Boah, krass. Ich meine, so viele haben sie ja jetzt gar nicht gebraucht, ne? Aber das Hauptsache, es läuft hier wieder. Das Wichtigste ist ja, dass die Baufahrzeuge oder die Baugeschichte gerade läuft. Du hast die Fahrzeuge ausgetauscht und nur Kipper gekauft. Ja, das kann schon sein, ne? Aber normalerweise schaue ich ja, was vorher drauf ist. Eigentlich schon. Erdmännchen! Punkt. Erdmännchen, vielen, vielen lieben Dank für deinen Primary Sub im 11. Monat. Dankeschön für den Support. Gerne Ausrufezeichen Hype für Erdmännchen. Danke vielmals. Sag mal, wollte gerade sagen, da ist doch schon wieder ein bisschen wenig Heizleistung da drin, ha? Huh? Können das gerade überhaupt nicht halten, ne? Viel zu wenig, was da ankommt. Jetzt schaut's besser aus. Viel besser. Mal ein bisschen mehr Ärzte einstellen. Das ist jetzt ein harter Winter für Lippograd gerade, weil die Arbeitskräfte einfach fehlen. Die werden hinten und vorne gebraucht.
Warum fehlen hier eigentlich so viele Bretter? Warum ist das so? Warum ist Bretter so ein Thema? Haben wir hier oben noch, hatten wir doch eine Bretterproduktion am Start. Die ist fast leer. Unangenehmst. Warte kurz, wir können doch auch mal hier nach amerikanischen gucken, aber da gibt es halt keine. So. Ich glaube, unser Problem ist tatsächlich, dass wir gerade keine Bretter mehr im System haben. Stopp, wir können ja auch eigentlich Folgendes hier machen. Wir können ja auch eigentlich hier... Hängt das irgendwo dran? Nee, ne? Wir machen nochmal Folgendes. Wir hängen das trotzdem mal ans System ran. Oder haben wir das rangehängt? Ich sehe es gerade. Doch, das hängt dran. Das sieht man nur ganz schlecht. Ihr könnt natürlich auch Folgendes machen und nicht nur hier Holz zulassen, sondern auch Bretter. 25%. Dann könnten die auch in ihrer Produktion die Bretter wieder zurück abgeben. Müssten die aber auch eigentlich aus dem Lager ziehen können. Mal gucken. So. Die Holzkapazität hier reicht dicke aus. Wir brauchen nur jemanden, der die nach Hause fährt. Das machen die Jungs hier. Na, die da. 21 Tonnen können die mit einer Fuhre fahren. Und das sollte eigentlich dann flott gehen. Das heißt, wir haben jetzt... Wir haben ein echtes Nadelöhr produziert, indem wir tatsächlich hier die Fahrzeuge rausgenommen hatten. Dann hat das wahrscheinlich ewige Zeiten hier noch aus dem Lager bezogen. Und dann ging das noch eine Weile. Und schwuppdiwupp kam das Problem wieder von vorne auf. Oder beziehungsweise irgendwann war es halt einfach mal durch große Bauprojekte leer. Das sollte aber jetzt, wie gesagt, Bretter werden nicht so schlimm. Das ist zwar eine Ressource, die immer wieder im Bau, gerade im Rohbau, gebraucht wird, dann später aber nicht mal so. Also es kann sein, dass das eine nicht mal so krasse oder nicht mal so krassen Bedarf bringt. Also dass das wirklich mal jetzt ein Peak ist, der wird dann abgearbeitet und dann geht das alles seine Wege. Das heißt, wir müssen ja im Prinzip warten, bis der ein LKW hier mal ankommt. Dann wird das recht schnell zu Brettern, dann rennen hier alle die Bude ein und dann wird das sich hoffentlich dann relativ bald erledigt haben. So, jetzt geht's los. Produktion läuft, hier wird verarbeitet. Gibt das auch gleich zurück ab, hier sind schon 11 Tonnen drin, passt. Und weiter geht's. Aber warte mal, wenn der die abgibt... Dann behält er sie ja nicht in dem Lager drin. Stop it. Dann muss man nochmal einen abwarten. Ja, weil der nimmt jetzt 0,99 Tonnen auf. Und nimmt sie nicht aus dem Lager, obwohl er könnte. Ja, der nimmt auch so Minimengen ab. Okay, alles klar. Das geht aber jetzt gleich richtig viel besser, weil jetzt produzieren die nämlich. Okay, also der Bedarf ist technisch tatsächlich ja da. Wie gesagt, das wird jetzt am Anfang ein bisschen problematischer werden. Später dann kein Problem. Es kommen halt jetzt, die ganzen Fahrzeuge fahren halt jetzt alle los und warten halt jetzt hier auf 5 Bretter, die sie kriegen wollen. Ist halt so. So, meine Lieben, aber wisst ihr, auf was wir auch warten müssen? Auf den nächsten Stream, der natürlich morgen stattfinden wird, um 18 Uhr. My heart will never stray.